بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir freuen uns wieder, eure Anwesenheit zu genießen, liebe Geschwister, und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns vor allem Übel bewahrt und dass er uns Yawm al-Qiyamah zu den Siegreichen zählen lässt und dass er uns weder Angst in der Dunya noch in der Akhira einflößt. Allahumma amin. Und wir freuen uns sehr, dass wir nach längerer Zeit wieder zu euch sprechen können. Inshallah ta'ala, wie wir versprochen haben, werden die Online-Unterrichte bald wieder fortgesetzt und mit bestimmten Themen, inshallah ta'ala. Ihr habt euch ausgesucht, dass ihr gerne über die Probleme der Jugendlichen sprechen wollt, was wir in jedem Fall mit einbeziehen, inshallah ta'ala. Und nichtsdestotrotz werden wir auch andere Themen behandeln, aber vorwiegend natürlich das, was ihr euch ausgesucht habt, und das ist euer Recht. Und wir wollen auch biidhnillah ta'ala zusammen ein Thema erarbeiten, was auch für alle nützlich ist, und vor allen Dingen die Jugendlichen haben sehr viele Probleme in diesem Land. Und daher ist es auch natürlich eine große, große Sorge, die wir mit ihnen teilen. Und wir wollen biidhnillah ta'ala auch gemeinsam Lösungen für diese Probleme schaffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam in das Paradies eingehen lassen. Allahumma amin. Wir wollen heute inshallah ta'ala über ein Thema sprechen, was zurzeit jeden beschäftigt. Sei er alt oder sei er jung. Ganz gleich welche Nationalität, ganz gleich welche Herkunft, ganz gleich welche Religion, jeder ist momentan mit einem Thema beschäftigt. Und das liegt auch daran, dass in den Medien fast gar nichts anderes berichtet wird, außer dieses Thema. Ist das alles nur Panikmache oder ist das eine Sache, die tatsächlich existent ist, real ist und die eine große Gefahr für die Menschheit birgt? Wir wollen versuchen, natürlich, inshallah ta'ala, wir sind keine Hellseher, aber wir wollen versuchen, bi'idhnillah ta'ala, etwas Licht in die Sache zu bringen, damit wir gucken, gemeinsam schauen, was ist diese Problematik an für sich. Liebe Geschwister, ihr solltet erstmal wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Sunnah. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem Volk Angst macht, dann hat das einen Hintergrund. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Und wir senden die Zeichen nur herab als Angst, um den Leuten Angst zu machen. Und das natürlich ist eine Hikma, die Allah subhanahu wa ta'ala hinter dieser Vorgehensweise hat. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Barmherzige, der Allerbarmer. Es liegt ihm nicht daran, den Menschen Angst zu machen. Jedoch gibt es manche Menschen, die nicht anders verstehen, außer durch diesen Weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Bereits ist das Unheil auf dem Festland und auf dem Meer klar geworden, sichtbar geworden. Dieses, was ihre Hände an Sünden vorausgeschickt hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, das Übel, was entstanden ist auf dem Festland und auf dem Meer, ist durch die Sünden der Leute, die viel an Sünden gemacht haben und Allahs Grenzen förmlich gesprengt haben. Damit Allah azza wa jal sie etwas von der Strafe kosten lässt. Schaut mal, subhanallah, diese Barmherzigkeit von Allah azza wa jal, etwas an Strafe. Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie nicht die ganze Strafe kosten, weil sie wären wahrlich nicht imstande, diese auszuhalten. Warum macht Allah subhanahu wa ta'ala das Ganze? La'allahum yarji'un, damit sie zurückkehren. Das heißt, selbst in der Strafe Allahs azza wa jal gibt es was? Gibt es eine Barmherzigkeit mit der Hikma, mit der Weisheit Allahs azza wa jal, dass die Leute zum Weg zurückkehren. Und du siehst zwei Gruppen von Menschen, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala seine Zeichen sendet und den Menschen Angst macht, du siehst zwei Gruppen von Menschen. Die einen werden einsichtig. Und wenn sie einsichtig werden, dann kehren sie reuig zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und das sind diejenigen, die verstanden haben, warum Allah subhanahu wa ta'ala diese Zeichen gesandt hat. Und die andere Gruppe, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Und wir machen ihnen Angst und wir lehren ihnen die Furcht, aber es mehrt sie nur noch mehr an Widersetzlichkeit. Sie werden schlimmer und übler nach so einer Prüfung. Das ist die übelste Schöpfung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns weit von diesen Leuten entfernen. Liebe Geschwister, gab es so eine Krankheit zu der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam? In der Tat gab es in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam und in der Zeit der Sahaba radiallahu anhum Krankheiten, die man als etwas Ähnliches bezeichnen kann. Und zwar At-Ta'un. At-Ta'un im Arabischen bedeutet die Pest. At-Ta'un bedeutet die Pest. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte über diese Pest: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. Wenn ihr über diese Pest hört, dass sie in einem Land ausgebrochen ist, dann geht nicht in dieses Land herein. Das heißt, geht nicht in dieses Land herein, um euch anzustecken. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه. Aber wenn ihr euch bereits in diesem Land befindet, wo diese Pest ausgebrochen ist, dann geht auch nicht mehr aus diesem Land heraus. Das heißt, du siehst, wie die Situation ist. Wenn du weißt, es gibt eine Krankheit, eine üble Krankheit in einem Land, dann darfst du nicht in dieses Land hereingehen. Und wenn du aber mittendrin bist und die Gefahr ist groß, dass du dich angesteckt hast, dann ist es für dich verboten, herauszugehen aus diesem Land. Hier sehen wir eine Vorgehensweise, die uns die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, liebe Geschwister. Und das wollen wir auch natürlich projizieren auf den jetzigen Zustand, in dem wir uns befinden. Natürlich gibt es Regionen, die stärker befallen sind als andere Regionen. Und die Frage ist, soll man alle Regionen gleich behandeln? Antwort: Nein. Denn es gibt Regionen, wo diese große Gefahr besteht, dass man sich ansteckt bzw. sich schon angesteckt hat. Wie zum Beispiel in einigen Teilen von China und an anderen Teilen der Erde. Da ist es eine sehr große Gefahr, dass man sich angesteckt hat bzw. man ist mittendrin. Diese Leute haben eine ganz andere Situation als Leute, wo dieses Virus eigentlich gar nicht ausgebrochen ist. So, was passiert jetzt in den meisten Ländern? Die meisten Länder machen dicht. Nicht, weil sie besonders hohe Opferzahlen haben oder beziehungsweise Infizierte haben, sondern vielmehr, um diesen Virus einzudämmen und ihn gar nicht zuzulassen. Die Methodik ist auch nicht immer falsch, aber man muss natürlich das Ganze beleuchten, inwiefern das in Ordnung ist, was man macht, liebe Geschwister. In jedem Fall wollen wir eine Sache aufdecken. Woher kommt dieser Virus? Es gibt einige von den Wissenschaftlern, die sagen, dass ein Tier, das einem anderen Tier übertragen hat und das auf den Menschen übertragen wurde. Das ist eine Theorie von den Wissenschaftlern, auch was Leute in China selbst gesagt haben. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli fawasiq. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, die Fawasiq zu essen. Fawasiq, das sind diese üblen Tiere, wie zum Beispiel Ratten, wie zum Beispiel Mäuse und andere Dinge, die leider in so einem Land verzehrt werden. Wallahi al-Azim, ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass es ein Land gibt, wo Ratten süß-sauer, Hafan, wo Ratten süß-sauer gegessen werden und wo Mäuse gegessen werden, sogar lebendig. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und es wird alles gegessen von Hund über Dinge, die uns einfach für ein Jahr den Appetit verderben werden. Und ich habe mir gesagt, subhanallah, wenn die alles essen, was sich bewegt und was kriecht, dann was haben sie ausgelassen außer den Mensch? Bis wir auch belehrt wurden, sie essen auch Menschen. Es gibt Frauen, wenn sie eine Fehlgeburt haben, beziehungsweise es gibt Frauen, wenn sie Kinder bekommen und das ist ein Mädchen, dann werden diese getötet oder beziehungsweise diese werden abgetrieben. Und dann werden diese gegessen, weil sie wünschen sich Jungs. Das heißt, sie haben sogar nicht die Menschen ausgelassen. Das ist eine Theorie, dass sich das über diesen Weg verbreitet hat. Andere Leute sagen, man kann das auch Verschwörungstheorie nennen, aber nicht jede Verschwörungstheorie ist richtig und nicht jede Verschwörungstheorie ist falsch. Man sagt, die Amerikaner haben dieses Virus gezüchtet. Und das ist kein Problem, so etwas in Laboren zu machen. Und haben das praktisch vertrieben oder verbreitet in Regionen, die ihnen sowieso feindselig gegenüberstehen.
Und wir wissen, dass die betroffensten Länder zwei Länder sind, die Amerika wirklich Feind sind. Das ist einmal China und das ist der Iran. Dort gibt es die höchsten Ansteckungsraten bzw. die größte Anzahl der Infizierten. Liebe Geschwister, wie auch immer, das sollte uns nicht beschäftigen. Shayatin gibt es viele in dieser Welt. Das heißt, es gibt viele Leute, die Übles in dieser Welt vorhaben. Sollen wir uns mit diesen Leuten beschäftigen? Es gibt Leute, die beschäftigen sich Tag ein und Tag aus mit Illuminaten und was weiß ich. Wir erklären den Leuten immer eine Sache. Es gibt den Weg Allahs Azzawajal und der Weg war immer klar. Und wie man Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit erreicht und wie Allah subhanahu wa ta'ala einem ein gutes Ende gibt. Und dann gibt es alles andere außer dem Weg Allahs. Nenn es wie du willst, ich nenne ihn Shaytan. Ob er Illuminatin heißt, ob er alles ist unter der Rubrik von Shaitan. Und das sollten wir wissen. Und deswegen sollte man sich nicht verrückt machen mit diesen Themen. Wir wissen, liebe Geschwister, es gibt Leute, die sind skrupellos und die haben kein Problem damit, Menschen zu töten, ja sogar zu vernichten, um ihre wirtschaftlichen und militärischen Interessen durchzusetzen. Das wissen wir alles. Und heutzutage brauchen Kriege nicht mehr geführt zu werden, indem man Soldaten schickt. Es gibt heute so viele andere Möglichkeiten, dass man Kriege führt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor allem Übel bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Ungerechten in dieser Dunya schon zur Rechenschaft ziehen, auf dass sie ein Beispiel bekommen, mit wem sie es zu tun haben. Liebe Geschwister, ich habe eine Sache von einem Scheich gehört. Und das ist einer von unseren Schuyuch aus Ägypten, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren. Er sagte uns, dass die Chinesen, die wal-iyadu billah in China, viele Uiguren in Konzentrationslager halten. Und ich möchte es so nennen, halten. Beziehungsweise eingesperrt haben. Und es sind Konzentrationslager. Da kann man sich drehen, wie man will. Letztendlich, die Wahrheit ist klar geworden. Selbst unter denjenigen, die keine Muslime sind, wurde auch viel darüber berichtet. Als sie dieses mit den Uiguren, mit unseren muslimischen Geschwistern, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie bewahren in der Dunya und in der Akhira und möge Allah azawajal ihnen den höchstmöglichen Lohn geben für die Geduld, die sie aufzeigen und dass sie trotzdem in so einer Geduld nicht den Islam verlassen haben, im Gegenteil zu vielen anderen, die walayadu billah ein verdorbenes, ein schlechtes Herz haben, die niemals annähernd so eine Prüfung erlebt haben und den Islam verlassen haben, nur weil etwas Negatives in den Medien darüber berichtet wird. Unsere Brüder, walhamdulillah, Rabbil Alamin, und unsere Schwestern in China sind standhaft. So sagten die Verbrecher zu unseren Geschwistern, nachdem sie ihnen angetan haben, was sie ihnen angetan haben, wo ist euer Herr? Aina Rabbukum, wo ist euer Herr? Wir sagen ihnen, unser Herr ist da, walhamdulillah. Und wir wollen noch eine Sache klar machen. Dieser Verbrecher, dieser chinesische Präsident, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Krankheiten geben, die er nie vorher gekannt hat. Allahumma amin. Dieser ist zu einer Moschee gegangen. Und ich habe die Bilder und ich habe das Video. Dieser ist zu einer Moschee gegangen, zu den Uiguren in China. Und als er gesehen hat, wie ernst die Situation in China ist bezüglich dieses Virus, hat er die Leute in der Moschee, die Muslime, darum gebeten, dass sie Dua machen, dass Allah dieses Übel hinwegnimmt. Allahu Akbar. Schaut, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute erniedrigt. Kennen Sie die Wahrheit? Wallahi, Sie kennen die Wahrheit. Ansonsten würde dieser Verbrecher niemals so etwas fordern. Wie gesagt, ich habe das Video, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir reden nicht über irgendetwas, sondern was wir auch selber mit eigenen Augen gesehen haben. Liebe Geschwister, wie kann man dieses Unheil aufheben? Hört, was Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu gesagt hat. Er sagte, ma nazala bala'un illa bi dhanb. Eine Prüfung, ein Schicksalsschlag kommt nur durch eine Sünde zustande. Wa ma rufi'a illa bi tauba. Und dieser Schicksalsschlag wird nicht anders entfernt werden, außer durch eine Rückkehr. Der Schicksalsschlag kommt herab durch eine Sünde. Und er wird aufgehoben durch eine aufrichtige Taube. Und deswegen appellieren wir an alle unsere Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie alle eine aufrichtige Reue machen. Alle. Ohne Zweifel. Der Praktizierende und der Nichtpraktizierende. Denn keiner hat einen Zustand wie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er hat Allah Azza wa Jalla am Tag 70 Mal um Vergebung gebeten, in einer anderen Überlieferung 100 Mal. Was ist dann mit uns, liebe Geschwister? Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Reue annehmen. Ich möchte, dass wir eins lernen aus diesem gesamten Schicksal, beziehungsweise aus dieser
gesamten Situation. Es gibt viele Verbrecher, viele Leute, die denken, dass sie die Stufe von Allah subhanahu wa ta'ala erreicht haben. Und so verhalten sie sich auch entsprechend. Und demzufolge eine Ibra, eine Ermahnung, ein Beispiel für uns, liebe Geschwister, ist, dass die Leute Angst haben vor einem Virus, der nicht mit dem bloßen Auge gesehen wird. Die ganze Welt ist in Aufruhr wegen einem Virus, nicht wegen Soldaten, nicht wegen Panzer, nicht wegen Atombomben. Die gesamte Welt ist in Furcht wegen einem Virus, der nicht mit dem bloßen Auge gesehen werden kann. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Niemand kennt die Soldaten deines Herrn außer er. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist in der Lage, diesen Leuten Furcht einflößen zu lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist so noch mehr in der Lage, schaut, das Leben der Menschen hat sich schlagartig geändert. Ihr gesamtes gesellschaftliches Leben ist ruiniert. Sie können nicht mehr zu Fußballstadien, sie können nicht mehr in Restaurants, sie können nicht mehr ins Theater, sie können nicht mehr in die Diskotheken, sie können nicht mehr dem nachgehen, was ihr Lebensinhalt ist. Aber Alhamdulillah Rabbil Alameen, der Muslim ist zufrieden. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn dem Muslim, wenn dem Gläubigen etwas trifft, so zeigt er Geduld. Und wenn er etwas Gutes bekommt, dann dankt er Allah Azza wa Jalla. Und so ist das Leben von einem Muslim und keiner lebt ein besseres Leben als dieser Muslim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns geduldig sein lassen. Und ich appelliere hier an alle unsere Geschwister. Sie sollen niemals denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen etwas Schlechtes vorhat. Nein. Ein Teil will Allah subhanahu wa ta'ala bestrafen, damit sie zurückkehren zum Wege Allahs Azza wa Jalla. Ansonsten seht ihr, liebe Geschwister, wie oft hat man eingeredet auf Leute und sie immer wieder zum Weg der Rechtleitung gerufen. Sie waren nicht einsichtig, aber wenn eine Krankheit kommt, die sie nicht sehen, vor der sie so eine Angst haben, so viel Angst, dass sie nur noch mit dieser Krankheit beschäftigt sind, am Tage kaufen sie ein, um vorzusorgen. Und am Abend reden sie über dieses Thema. Und in der Nacht, wenn sie schlafen gehen, überlegen sie, wann sie diese Strafe trifft, wann sie dieses Virus trifft. Wir sagen, überlegt nicht, wann euch so ein Virus trifft, sondern überlegt vielmehr, wie werdet ihr sterben? Werdet ihr mit einer aufrichtigen Reue sterben, dadurch, dass ihr den Weg Allah subhanahu wa ta'ala beschritten habt? Oder werdet ihr sterben wie ein Sünder, wie ein Verbrecher, den Allah subhanahu wa ta'ala kein gutes Ende gegeben hat? Und bei Allah, wir sollten wissen, liebe Geschwister, dieses ist nur eine Ni'ma von Allah Azza wa Jalla, eine Gunst, dass er seine gläubigen Diener wieder zum Weg zurückruft, damit sie tatsächlich bereuen. Und wir haben viele Leute gesehen, die oft arrogant geantwortet haben und überheblich waren gegenüber der Religion Allahs Azza wa Jalla. Aber erst als sie eine Prüfung getroffen hat, wie diese Krankheit, dann haben sie schlagartig ihr Leben geändert. Und das ist das, was wir auch von euch möchten, liebe Geschwister. Es ist nicht zu spät und man sollte bereuen, bevor es zu spät ist. Allah subhanahu wa ta'ala öffnet dir die Türe zur Barmherzigkeit, aber mache niemals den Fehler, dass du denkst, dass du selber entscheidest, wann du stirbst. Und ich will euch damit eine Sache klar machen. Der Coronavirus ist ein Virus. Und es gibt ähnliche Artgenossen von diesem Virus, wie wir auch erfahren haben von den Virologen. Aber eins sollte klar sein. Wer sagt dir, dass du durch so einen Virus stirbst? Ich will euch nur ein Beispiel geben. In China hat man ein Hotel genommen. In diesem Hotel wurden Leute hereingetan, damit man sie schützt und damit sie praktisch geschützt sind vor diesem Virus. Wie sind diese Leute gestorben? Das Hotel ist eingestürzt. Sie sind nicht durch den Virus gestorben, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass dieses Hotel einstürzt. Ist das nicht ein Zeichen für uns, liebe Geschwister? Wallahi al-Azim, ist das nicht ein Zeichen für uns, dass diese Leute auf diese Art und Weise gestorben sind? Daher macht euch keine Gedanken. Macht euch keine Gedanken. Das eine heißt Virus, das andere heißt AIDS und wieder eine Sache wird anders genannt. Ganz gleich, wie viele Krankheiten wir vor uns haben, es gibt eine gewaltigere Krankheit als dieses und das ist der Unglaube. Wallahi, kein Virus ist schlimmer als der Unglaube. Und das solltet ihr wissen, liebe Geschwister. Denn wenn du mit so einem Coronavirus auch sterben solltest, du stirbst inshallah als Shahid.
wenn du ein Gläubiger bist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur so einen Tod ermöglichen, dass er mit uns zufrieden ist. Aber wenn du kein Gläubiger bist, wie wirst du sterben? O Diener Allahs. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.